Das ist unsere dritte Runde heute zum Thema die begehrenswerten Werte des Kunstbetriebs, die eben nicht nur immer gekauft werden, manchmal werden sie kopiert und dann werden sie auch geklaut über diesen ja sicherlich auch sehr spannenden Zusammenhänge sozusagen in der Grauzone des Kunstbetriebs wollen wir heute reden mit zwei Journalisten, bekannten Journalisten, Reportern, Stefan Koldehoff hier an meiner rechten Seite und Rahel Klein, die sich im Rahmen eines Podcasts, Stefan Koldehoff kenne ich schon sehr lange und er ist auch wirklich sehr bekannt als jemand, der sehr investigativ arbeitet und da ist das natürlich ein hervorragendes Thema. Ja, wie kam das denn überhaupt, dass ihr diese Podcast-Serie entwickelt habt für das Deutschlandradio, in dem ihr die legendären Fälle des kriminellen Fälle des Kunstbetriebs ein bisschen aufarbeitet? Ich würde dir das Wort erstmal. Vielleicht fange ich das mal an zu erzählen. Herzlichen Dank übrigens für die Einladung. Das ist ja sozusagen die Höhle des Löwen hier, wenn wir als Menschen, die versuchen, ein bisschen zu beschreiben, was Kunstmarkt auch ist. Das hier ist natürlich High-End und hier läuft natürlich alles nach den Regeln und nach den Gesetzen und völlig ordentlich ab. Aber es gibt eben auch diese andere Welt hinter den glitzernden Kulissen. Und da ich seit inzwischen fast 30 Jahren über diese Welt Kunstmarkt berichte, eigentlich immer in relativ kleiner Münze, also in den üblichen Beiträgen, die dann 120 Zeilen in der Zeitung haben oder 4,5 Minuten im Radio haben, gab es bei mir, wie wahrscheinlich bei jedem Journalisten und wie bei jeder Journalistin, ein Dokument, ein Word-Dokument im Computer, da stand dick drüber, müsste man eigentlich auch mal. Und dann kam so eine Liste von Themen, bei denen ich mir im Laufe der Jahre immer gedacht hatte, das ist, glaube ich, ein Thema. Da müssten wir mal hintergucken. Und es ergab sich dann, dadurch, dass ich nach 22 Jahren im Deutschlandfunk bei der täglichen Magazinsendung Kultur heute aufgehört habe und das Haus mich fragte, hast du nicht Lust, jetzt deine Themen mal in einer anderen Form zu machen, nämlich in Form eines Podcasts, und zwar eines Podcasts, der Geschichten erzählt. Also nicht zwei alte weiße Männer sitzen im Studio und erklären dem Rest, wie die Welt funktioniert, sondern wir haben wirklich aufwendig produziert mit O-Tönen, wir waren vor Ort, wir haben Atmosphäre, Musik eingesetzt und das habe ich eine wunderbare Möglichkeit gefunden, erstens dieses man müsste doch auch mal zu einem so jetzt machen wir mal umzudrehen und zweitens dafür dann eben nicht 4,5 Minuten, sondern die Folgen haben zum Teil 40, haben zum Teil 50 Minuten. Das richtig sorgfältig, so wie sich das für den Deutschlandfunk hoffentlich gehört, in aller Breite erzählen zu können. Und damit sind wir eben am 7. September rausgekommen. Und offenbar finden es die Leute nicht ganz schlecht. Wir haben innerhalb von 2 Monaten über 600.000 Abrufe inzwischen gehabt. Und was noch viel wichtiger ist, die Leute hören nicht nur 4 Minuten und sagen dann, ach ja, schön, sondern die hören tatsächlich 92% dieser Sachen. Mhm. Also es scheint einen Bedarf dafür zu geben, Geschichten aus der Kunstwelt in der Form gut recherchiert, sauber geprüft, durch Justiziariat gelaufen, auch erzählt zu bekommen. Das wollte ich nämlich gerade noch gefragt haben. Wie verifiziert man denn das, was man da distribuiert über die Radiokanäle? Denn da jemanden Falschen zu verdächtigen, bringt ja eine Menge Ärger. Sowas hat es ja auch immer schon mal alles gegeben. Also das läuft über das Just, aber am besten erklären Sie. Ja, ich bin mit im Boot, weil ich als Nicht-Kunstjournalistin damit beauftragt wurde, die Geschichten dann zu erzählen. Also dieser Podcast, das Ziel ist eben auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so into Kunstwelt sind wie Stefan, es für ein Publikum erklärbar zu machen, die vielleicht nicht schon Profi da drin sind. Und nach der Frage verifizieren, also wir haben wirklich Wochen, Monate lang an den unterschiedlichen Themen recherchiert. Das heißt, wir haben insgesamt 5 Fälle gehabt, also 5 Tatorte sozusagen. Und jeder Tatort hatte eine Journalistin, einen Journalisten. Und wir sind dann den Spuren, die Stefan uns gegeben hat, nachgegangen. Also quasi wie, ja, manchmal kam ich mir vor wie eine Detektivin, manchmal wie eine Kommissarin, manchmal so. Und dann ist es natürlich, man verfolgt Spuren. Und man konfrontiert natürlich auch Menschen mit Vorwürfen,
mit Vermutungen. Manchmal antworten die, oft nicht. Und dann versucht man natürlich trotzdem, das zu verifizieren. Also man fragt in Archiven nach, im Bundesarchiv. Wir haben eine Faktencheck-Unit innerhalb des Deutschlandradios, denen wir unsere Rechercheergebnisse geben, unser Manuskript. Wir arbeiten wie wissenschaftlich in der Uni. Also es kam mir auch ein bisschen vor, als würde ich nochmal eine Masterarbeit schreiben oder eine Doktorarbeit. Also mit Fußnoten, mit den Quelldokumenten. Und auch da ist Wikipedia keine Quelle, sondern nur eine Spur. Und wir arbeiten da ja wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch mit mindestens 4 oder 6 oder 8 Augenprinzip, um das möglichst, also im Rahmen aller Möglichkeiten natürlich zu verifizieren. Und wenn ihr dann so Sherlock Holmes-mäßig unterwegs seid, habt ihr dann auch wirklich Erkenntnisse zutage gefordert, die es noch nicht gab und wo die Polizei gedacht hat, ach, das ist aber interessant für uns, was die beiden da rausgekriegt haben? Also vielleicht zwei ganz kurze Beispiele, zwei der Geschichten, die wir erzählen. Das eine Beispiel ist eine Geschichte, bei der Dirk Boll, der ja gerade noch hier gesessen hat, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Wir waren auf der Suche, ich bin der festen Überzeugung, dass noch nicht alle Fälschungen von Wolfgang Beltracchi gefunden sind. Er ist ja nur wegen knapp 2 Dutzend verurteilt worden. Die Liste seiner gefälschten Bilder beträgt aber mehr als 100. Und ich habe lange geglaubt, wenn Herr Beltracchi sagt, meine Bilder sind noch auch in Museen und auch in großen Auktionshäusern, dann macht er das, um im Gespräch und im Geschäft zu bleiben. Aber es stimmt nicht. Bis ich dann irgendwann drauf kam, es gibt doch ein paar, die sind schon komisch, die auf Auktionen waren, die sich aber auch in Museen befinden. Und habe dann rumgefragt bei Auktionshäusern, bei Galerien, bei Museen, habt ihr eigentlich sorgfältig geguckt nach dem Urteil? Gibt es bei euch noch Verdachtsfälle? Und da sagte dann Dirk Boll, nee, also Beltracchi nicht, aber es gibt eine ganz andere merkwürdige Geschichte. Wir haben ein Aquarell von August Macke und dieses Aquarell soll bei uns versteigert werden. Das kommt aus einer deutschen Privatsammlung. Das war aber angeblich vor 10 Jahren schon mal bei der anderen Konfession, bei Sotheby's. Und derjenige, der es uns jetzt eingeliefert hat, sagt aber, unser Bild ist das damals nicht gewesen. Das hängt seit den 50er Jahren zu Hause im Wohnzimmer an der Wand. Also da gibt es plötzlich einen doppelten Macke, 2 Stück. Und wir haben dann versucht herauszufinden, welches ist denn jetzt der echte, der vor 10 Jahren versteigerte oder der jetzt eingeliefert wurde, und haben das, weil wir ja als öffentlich-rechtliches Radio auch einen Bildungsauftrag haben, so gemacht, dass wir erklären, wie funktioniert das denn dann? Also, wer guckt denn drauf? Was heißt Stilkritik? Was heißt Provenienzforschung? Kann man bei einem Aquarell auch das Material prüfen, wie bei einem Ölgemälde? Wer hat denn letztlich das letzte Wort? Und das erzählen wir. Auflösung nehme ich jetzt natürlich nicht mit und glaube, sind da aber zu einer Lösung gekommen, die es vorher so nicht gegeben hat. Das andere Beispiel kann Rahel vielleicht viel besser erklären. Ich wusste seit langem, habe mich da aber nie so intensiv drum kümmern können, dass es in Deutschland einen unfassbar großen Markt für Nazi-Devotionalien gibt. Also Reichskriegsflaggen und SS-Dolche und Mein Kampf-Ausgaben und Hitlerbüsten und Abzeichen mit Hakenkreuzen. Dass es dafür im Internet einen Handel gibt, dass es Geschäfte gibt, dass es Messen gibt, Verkaufsmessen überall in Deutschland, aber auch im belgisch-niederländisch-luxemburgischen Grenzgebiet. Und da bist du dann einfach mal hingefahren. Ja, zusammen sind wir hingefahren in ein Dorf irgendwo in Deutschland auf eine Militaria-Messe. Und das war schon spannend, war eine andere Welt, wenn man in so einen Raum reinkommt, wo man denkt, man ist jetzt wieder in den 1930er Jahren gelandet. Und da in dieser Recherche, also ich habe mich mit dem Handel mit Nazi-Andenken beschäftigt, vor allem mit einem bestimmten Porzellan, was damals im KZ in Dachau hergestellt wurde, unter der Leitung der SS, wo Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, um dieses Porzellan herzustellen. Da sind so 2 kleine, leicht modifizierte SS-Runen drunter. Und ich habe mir angeguckt, wie dieser Handel stattfindet mit diesem Porzellan, wo das überall gehandelt wird, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind. Und ich war schon schockiert, wie wenig Polizei, Behörden
über diesen Handel wissen wollen, sich über dieses Ausmaß bewusst sind, wie viel da in Deutschland gehandelt wird. Also es gibt keine Zahlen darüber, aber es ist einfach so, dass es eine ganz große Sammlerszene gibt von Menschen, die aus sicherlich ganz verschiedenen Motiven diese Dinge sammeln und handeln und womit heutzutage in Deutschland noch Geld gemacht wird. Und da war ich schon schockiert, dass ich Antworten aus Ministerien bekommen habe, die lauteten, wir haben keinen Überblick über diesen Handel, wir wissen nicht, in welchem Umfang, ob damit gehandelt wird und so. Und also da war ich schon verstört. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und an der Stelle übrigens, weil gerade die Frage kam nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, wie kann man denn überhaupt recherchieren, da sind uns auch relativ klar unsere Grenzen gezeigt worden. Unsere Idee war nämlich eigentlich, auf diese Messe zu gehen, mit Sammlern und mit Händlern dort zu sprechen. Und das aber, wie wir das ja alle aus dem Fernsehen, Monitor und Report und so weiter kennen, mit verdeckten Mikrofonen zu machen. Und da hat unser Justiziariat uns ganz klar gesagt, das geht nicht, es gibt das Recht am gesprochenen Wort. Ihr macht euch strafbar, wenn ihr jemanden aufnehmt, ohne dass der das mitkriegt. Ihr dürft sowas zwar senden, das ist die absurde Situation, ihr dürft solche verdeckt aufgenommenen O-Töne senden, aber derjenige, der sie aufnimmt, der macht sich strafbar. Also ihr dürft sie nicht aufnehmen. Weiß der Henker, woher sie dann kommen könnten. Also wenn ich mit Andreas Blüm jetzt gleich noch einen Kaffee trinken gehen würde und würde ihn fragen, dieser Van Gogh, den Sie da spektakulär vor einigen Wochen zurückbekommen haben, der gestohlen worden ist, gibt diese wunderbare Geschichte mit einer, glaube ich, blauen Ikea-Tüte und so weiter. Wie war das denn wirklich? Kommen Sie schon, da haben Sie doch was für, da ist doch ein Lösegeld bezahlt worden. Da ist doch irgendwas gelaufen. Und er würde mir das erzählen und ich hätte ein verstecktes Mikrofon, ich dürfte es nicht senden. Und damit hätte ich auch keinen Beweis, dass es so war. Da muss ich also andere journalistische Mittel finden. Ich erzähle es ja auch so. Genau, ich wollte gerade fragen. Erzählen Sie doch mal. Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Ich weiß nicht, ob ich hier als Experte für Kunstkriminalität bin oder als Opfer. Entschuldigung, ich habe Sie noch nicht richtig vorgestellt. Wir waren sofort in medias res. Andreas Blüm, den die meisten von Ihnen ja sowieso kennen, weil er sehr lange hier Direktor des Wallraf-Richarts-Museums war und jetzt Direktor des Groninger Museums und heute hier, weil wir überlegt hatten, wir wollen mal wirklich hören, wie das so ist, wenn man in eine kriminelle Kunstkapriole verwickelt ist. Ja, aber ganz eben aus aktuellem Anlass die Geschichte, vielleicht wissen Sie, vor 3 Jahren, eine Woche Lockdown war es und ich wurde angerufen. Unser einziges Van Gogh-Gemälde aus dem Groninger Museum war als Leihgabe beim Museum Singer in Laren und ich wurde morgens angerufen, der Kollege wollte mich sprechen. Ich sagte, naja, es kann ja nicht so eilig sein, kann auch warten. Aber nein, es war so sehr eilig und dann merkte ich schon an der Stimme, da ist was los und er sagte also, das Gemälde ist in der Nacht geraubt worden. Es gibt Videoaufnahmen, wo also jemand mit dem Vorschlaghammer durch mehrere Glastüren eingebrochen ist und dann mit unserem Bild raus den Rahmen auf dem Vorplatz weggeworfen. Der war offenbar kaputt und dann mit einem Moped davon. Die Polizei war innerhalb von 4 Minuten da, aber wie üblich zu spät. Am Ende waren natürlich alle schlauer. Wie konnte das passieren? Wieso waren die nicht gesichert genug? Na gut, das Bild war versichert, die Versicherung war ja einverstanden gewesen. Wir kennen das Museum, prima Museum, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Stefan weiß mehr als alle anderen, Kunst wird nicht geraubt, sondern entführt. Die ist ja nicht verhandelbar, aber man kann mit ihr handeln. Und der Verdacht, der nahe lag, war, dass irgendjemand, der schon in Untersuchungshaft saß in den Niederlanden für schwerste Drogen und andere Kriminalität, sich möglicherweise mit diesem und noch einem anderen geraubten Bild Strafminderung aushandeln wollte. Da gibt es Vorbilder. Die Polizei glaubte auch relativ rasch zu wissen, wer dahinter steckt. Sie haben sogar nach wenigen Wochen eigentlich den Täter ermittelt, abgehört, verhaftet, er hat nicht gestanden, aber man hat ihn verurteilen können aufgrund von DNA-Spuren. Er hat 8 Jahre bekommen, aber eben auch wie üblich seine Hintermänner nicht verraten, denn die Folgen sind schlimmer als 8 Jahre im Gefängnis. Naja, für uns war natürlich die Lage, also mir ist eigentlich auch egal, wer es klaut und warum und wer es war und wer wen verhaftet, Hauptsache das Bild kommt zurück. Und dann muss man warten und warten und viel Geduld haben.
das letzte Mal, dass zwei Van Goghs aus dem Van Gogh Museum gestohlen worden waren, die wurden nach 14 Jahren zurückgefunden in einer doppelten Mauer in Italien von einem Mafioso aus Neapel, der eben mit diesem Bild auch, oder zwei Bildern, Strafverminderung aushandeln wollte. Wobei man wusste, und das ist auch in unserem Fall so gewesen, dass diese Bilder dann in der Unterwelt die Besitzer, naja gut, da mal die Kontrolle wechseln. Mehrere Länder soll das Bild gewesen sein, unser Bild. Das macht uns nervös, weil wir ja wissen, die Bilder werden nicht sehr gut behandelt. Der Rahmen war weg. Und dann gab es schon vor anderthalb Jahren einen ersten Kontaktversuch. Und das ist dann schon ein bisschen krimimäßig. Ja? Da kriegt man auf einmal eine Mail von einer Mailadresse, die verschlüsselt ist. Und es ist wie bei einer Entführung mit Zeitungsfoto vom Tag, um zu beweisen, wir haben das Bild heute. Ja, die erste Reaktion, okay, es ist noch da, das ist beruhigend. Wir selber als Museum haben zum Glück eigentlich damit nichts mehr zu tun. Die Versicherung ist, nachdem die Versicherung ausgezahlt hat, Eigentümer, die Polizei kümmert sich darum. Unsere Rolle ist eigentlich nur dann im Falle einer Übergabe, und das ist eben vor ein paar Wochen dann beim zweiten Versuch zum Glück hat das geklappt, das Bild zu identifizieren. Es könnte ja sein, dass auf einmal Herr Beltracchi unser Bild nachmalt und uns unterjubelt. Gut, wir kennen das Bild ja sehr gut, wir kennen auch die Rückseite. Und also jetzt beim nächsten Mal war es dann so, und da kommt die IKEA-Tüte ins Bild, dass wir, also ich wurde angerufen an einem Donnerstagabend, ob ich doch am Montag da drauf mittags in Amsterdam in einem bestimmten Café sein möchte, um dort zu warten. Ich war ja froh, dass ich nicht selber mit irgendwie all die Tüte voller Geld irgendwo unter einer Autobahnbrücke nachts warten musste. Also nein, das Übergabe, das mache ich nicht. Aber naja, da saß ich da und dann denkt man ja, es ist schon mal schief gegangen. Ich glaube es erst, wenn es passiert. Und dann kam der erlösende Anruf, okay, du kannst rüberkommen. Und das war dann in der Wohnung eines bekannten Kunstdetektivs, Arthur Brandt, der schon viele solche Fälle entweder gelöst hat oder der, ja, wie soll man sagen, als Vermittler zwischen Polizei und der Unterwelt fungiert, der von beiden Seiten das Vertrauen hat. Denn darum geht's. Und ist der beauftragt worden von der Polizei oder von Ihnen oder nimmt er sich die Fälle selber? Nicht von uns, sowieso nicht. Er macht alles nicht, ohne dass die Polizei weiß, dass er etwas tut. Die Versicherung ist auch natürlich involviert, aber er hat inzwischen so eine Reputation, dass die Kreise ihn ansprechen. Du, ich kenne einen, du, ich hab mal, und er hat auch erzählt, dass er auf einer Party war und wurde angerufen, also oder kriegte eine SMS. Du, ich guck doch mal aus dem Fenster, ich stehe da unten auf dem Platz, komm mal runter. Und das war da also irgendjemand und sagte, du, Arthur, ich hab das Bild. Wie machen wir das? Und dann hat er eben auch andere, ja, er kennt eben die Kreise und er weiß, er spricht ja nie mit den wirklichen Dieben oder Hintermännern. Da sind immer ein, zwei, drei Leute dazwischen. Und die Theorie ist, das wurde denen einfach zu heiß. Die Strafverminderung funktioniert in den Niederlanden nicht, das geht nicht. Was kann man dann erpressen noch? Geld möglicherweise. Oder in dem Falle auch wurde denen das Bild zu heiß, denn man kriegt ja im Grunde noch eine Strafe obendrauf für Hehlerei. Also diejenigen, die das hatten, dachten, weg damit. Und der Arthur Brandt, der könnte das auf eine sichere Art und Weise übernehmen und dann an uns übergeben. Und naja, jetzt kennt Arthur Brandt das Bild gut genug. Also wenn er sagt, es ist jetzt da, dann glaube ich ihm doch. Und dann naja, bin ich bei ihm reingegangen und da lag das Bild dann da auf dem Sofa. Also man konnte es so von Abstand erkennen und dann schaut man eben nochmal auf die Rückseite, ja, es war's. Und der eigentlich spannende Moment, wo ich dann erst wirklich beruhigt war, war, als wir wollten das Bild, egal wo es gefunden oder übergeben würde, ans Van Gogh Museum in Amsterdam geben, weil die ein Restaurierungslabor haben und natürlich die Erfahrung. Und dann dachten wir, können wir das da also entweder restaurieren lassen oder zumindest den Zustand beurteilen lassen und auch
wissenschaftlich untersuchen lassen. Das wollten die auch. Mensch, wenn es denn kommt, dann können wir es ja endlich mal röntgen und so. Dann war das ja zum Glück in Amsterdam Süd, nicht so weit. Und dann war ja die IKEA-Tüte, die war ja noch da. Dann, na gut, dann nehme ich das Ding halt in der IKEA-Tüte mit ins Van Gogh-Museum. Und habe dann dort auch wirklich nur eine Person, die da war, informiert. Denn ich durfte wirklich bis zum nächsten Morgen nichts sagen. Es ging nicht um Geld, sondern um Gefahr für Leib und Leben. Und dann, niemand ahnt natürlich, dass jemand mit der IKEA-Tüte in Amsterdam über den Museumsplatz geht und dass ein Van Gogh drin ist. Und dann habe ich sie abgegeben. Und also als es diesen Überfall auf die Schirnkunsthalle vor vielen, vielen Jahren gab, ja, und zwei Turners gestohlen worden sind, ja, da ist tatsächlich Geld in Aldi-Tüten durch Wälder in Frankfurt getragen worden, um diese Bilder zurückzubekommen. Insofern seid ihr da mit IKEA... So abwegig ist das nicht. Also je unauffälliger, desto besser. Ja, also jetzt würde ich jetzt jeder... Also als ich da saß in dem Café, war jedes Auto war verdächtig. Dachte, wer ist es? Und ab jetzt passe ich auf, wenn Leute mit IKEA-Tüten durch die Museen laufen. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wusste jetzt die Polizei davon, ja, dass sie, ja, aber sie waren, ja, schon allein, ja, in dem, ja, Café, als, ja, und hatten auch keine Angst vor diesem Kontakt mit der, nein, Unterwelt. Nein, nein, nein. Als ich dann in die Wohnung kam, war auch ein Polizist da und nach einer halben Stunde waren noch 3, 4, 5 andere dabei. Und das war wirklich wie ein Klassentreffen, denn die waren alle auch beim Raub und bei der Aufklärung beschäftigt und die waren wirklich, das war eigentlich ganz toll, also ich war natürlich auch berührt, dass das Bild endlich wieder da ist und Arthur Brandt sowieso und die Polizei auch, das war wirklich ein eigentlich sehr bewegender Moment. Jetzt, egal, jetzt haben wir endlich das Bild wieder, also case closed, das war schön und wenn wir, das Bild ist jetzt im Moment noch in der Restaurierung, im Ende März wahrscheinlich werden wir es zeigen und dann haben wir schon eine Reunion mit den Polizisten und so verabredet, die freuen sich schon. Ist das das Hauptmotiv von Menschen, die teure Bilder klauen, Hafterleichterungen zu pressen heutzutage? Kommt das oft vor? Ja, es gibt, ich glaube, das ist eines, aber Geld ist wahrscheinlich schon das meiste. Versicherung erpressen oder Museen erpressen oder eben in der Unterwelt verhandeln. Denn die dealen ja auch miteinander und dann ist das sozusagen ein Unterpfand für irgendwas, eine Sicherheit. Du, wenn du das machst, dann kriegst du von mir den Van Gogh. Die zwei Van Goghs, die damals auch in Italien gefunden wurden, die waren auch in Dubai, überall waren die. Tut einem weh, solche Geschichten zu hören, aber so läuft das. Und naja, der große Raub aus Boston, 30 Jahre her, der eigentlich der größte, noch unaufgeklärte, der dürfte sich in demselben Milieu bewegen. Und da ist eigentlich die Angst, dass alle Beteiligten inzwischen freiwillig oder nicht ums Leben gekommen sind und kein Mensch mehr weiß, wo die Dinger sind und man auf Kommissar Zufall warten muss. Aber theoretisch kann man dann schon hoffen, weil es schon gewisse Chancen gibt, dass es hinter der ganzen Sache eine Intention gibt, über irgendeinen Deal das wieder zurückzuführen. Aber das Problem ist, dass man eben auch nicht weiß, in welchem Zustand, ja, weil ja offenbar die Unterwelt nicht mit Hasenkamm zusammenarbeitet. Nein. Also unser Bild ist auf Leinwand auf Holz. Das sagt Glück. Also dadurch ist es stabil, ist auch klein. Aber es ist beschädigt. Das sind Kratzer, die gehen bis in die Grundierung. Und die Polizeibehörden sagen uns, die Chance, dass ein Kunstwerk zurückkommt, die ist gar nicht mal so gering. Da gibt es verschiedenste Wege und so weiter. Aber die Aufklärungsquote, wer tatsächlich am Ende der Nahrungskette dahinter gesteckt hat, die ist immer noch relativ gering. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen, ja, Bild ist zurück, hat Andreas Blüm ja gerade gesagt, Hauptziel eines Museumsdirektors natürlich, und dem Interesse der Aufklärungsbehörden, wer war es denn tatsächlich? Und diese Geschichten, die finden wir halt zu schön, um sie sozusagen unerzählt liegen zu lassen. In der Zeitung sind das 20 Zeilen. Van Gogh vor so und so vielen Jahren gestohlen, jetzt ist er wieder da, ein Kunstdetektiv war beteiligt, Bild kam in der IKEA-Tüte zurück. Aber was da tatsächlich hintersteckt, übrigens auch an allgemeineren Fragen,
können sich die Museen eigentlich noch ausreichend Sicherheit bei steigenden Preisen am Kunstmarkt leisten für ihre Werke und so weiter. Das sind halt die Sachen, die wir gerne versuchen wollen zu ergründen und die schönen Geschichten erzählen. Ich habe noch eine kurze Frage zur Versicherung. Muss man das Geld zurückgeben, wenn das Bild wieder da ist? Ja, natürlich. Und was ist, wenn man das in der Zeit ausgibt? Das sollte man nicht tun. Das war der Fehler des Städels bei den Turners. Nee, der Hamburger Kunsthalle. Die Hamburger Kunsthalle hat damals Geld ausgegeben und dann kam das Bild zurück und dann musste das Geld wieder zusammenkratzen. Also was man machen sollte, ist das Bild, das Geld, was man von der Versicherung bekommt, auf die Seite legen. Ja, zinsgünstig anlegen ist auch riskant. Und dann hat man das Recht des ersten Zurückkaufs. Also wir können dann bis zu einer bestimmten Frist zinslos zurückkaufen. Wenn es länger dauert, dann muss man dann noch Zinsen zahlen. Aber wir sind die Ersten, die das Recht haben, das Bild dann für den Versicherungspreis zurückzukaufen. Und das haben wir jetzt letzte Woche gemacht. Noch eine Frage abschließend zu Ihrem Fall. Wie geht man persönlich damit um, wenn man morgens diesen Anruf kriegt, wie Sie erzählt haben? Weil wenn man sich zum Beispiel die Frage beim grünen Gewölbe anguckt, da wird natürlich ganz genau untersucht, ist es vielleicht eine defizitäre Sicherheit im Haus gewesen? Ja. Am Ende muss dann vielleicht auch ein Direktor mal zurücktreten, weil er Verantwortung übernehmen muss. Das macht ja bestimmt keinen Spaß für... Nee, das Einzige, was schlimmer ist, war es für die Kollegen in Laren, die ja eine Leihgabe anvertraut bekommen haben und dort wurde es gestohlen. Das ist das Allerschlimmste. Bild aus dem eigenen Museum, das ist schlimm genug, aber Bild, was man sozusagen geliehen hat von anderen, das war ganz schlimm. Und die Kollegen, die waren also mindestens so erleichtert wie wir. Mhm. Wollt ihr noch ein bisschen von anderen Fällen erzählen? Es gibt ja große Namen wie Gurlitt, die ihr, glaube ich, auch behandelt habt, ne? Ja, bei Gurlitt habe ich tatsächlich irgendwann Post bekommen, ein etwas dickeres Päckchen und da war eine Festplatte drin. Und auf dieser Festplatte waren sämtliche Dokumente, die bei Cornelius Gurlitt sowohl in der Wohnung in Schwabing als auch in dem kleinen Häuschen in Salzburg, wo ja unfassbare Werke wie eine Montagne Saint-Victoire von Cézanne und eine Waterloo Bridge von Claude Monet und so weiter in einem ziemlich, wir haben die Fotos auch auf der Festplatte gehabt, zugemüllten kleinen Häuschen gehangen haben. Und der Hinweis war, guckt euch das doch mal an, anonym dieser Hinweis, da ist nicht alles ergründet worden. Also es ging damals, es ist ja durch die Bundesregierung eine Taskforce gegründet worden und die hatte ja eigentlich vor allen Dingen die Aufgabe zu gucken, ist NS-Raubkunst dabei? Der Vater, Hildebrand Gurlitt, war ja Kunsthändler, einer von vieren, die für die Nazis die sogenannte entartete Kunst, die nach Nazi-Gesetzen legal aus deutschen Museen rausgeholt worden waren, also keine NS-Raubkunst sind, die ins Ausland zu verkaufen, um die Kriegskasse damit zu füllen. Und da ist aber bei dieser Aktion Entartete Kunst eigentlich auch nicht groß geguckt worden, woher die Bilder aus den Museen kommen. Wenn da private Leihgaben waren, dann sind die auch mit als entartet abgeräumt und verkauft worden und zum Teil eben auch von jüdischen Leihgeberinnen und Leihgebern, die bis heute nach ihren Bildern suchen. Das war ja ein großer, großer Fall, ein Gemälde von Max Liebermann, zwei Reiter am Strand, gehörten einer jüdischen Familie. Das war dann eben doch auch NS-Raubkunst im Gurlitt-Bestand. Und unser Tippgeber hatte eben gesagt, schaut euch das mal genauer an. Denen ging es eigentlich nur darum, so schnell wie möglich die Frage von der Backe zu kriegen, was ist Raubkunst und was nicht. Die haben aber nicht sorgfältig mit den Provenienzen gearbeitet, die haben nicht auf Hinweise geachtet, wo kamen die Sachen eigentlich im Detail her und wo gäbe es möglicherweise noch Rückgabeforderungen, die offen sind. Und das haben wir dann gemacht und das Merkwürdige ist, dass die Mitglieder dieser Taskforce, Kunsthistoriker, Rechercheure, eine Schweigeverpflichtung unterschreiben mussten. Also die durften die Bilder und Unterlagen sich angucken, die durften aber nicht mal untereinander darüber kommunizieren. Du, ich habe gerade einen Cézanne, hast du nicht auch eine Cézanne-Zeichnung? Können wir da mal miteinander drüber reden? Sondern es gab nur eine eindimensionale Kommunikationsrichtung
an die Leitung dieser Taskforce, die politische, und die entschied dann, was mit den Informationen zu machen war. Und diese Schweigeverpflichtung, die die Mitglieder hatten, die galt natürlich vor allem auch gegenüber der Presse, und die Mitglieder, vor allen Dingen die Forschenden, also nicht nur die, die diesem Kontrollgremium Taskforce angehörten, sondern auch die, die von denen beauftragt wurden, kümmert ihr euch mal darum, die sehen diese Schweigeverpflichtung bis heute als bindend an. Also bei 4 Anrufen haben wir die Antwort bekommen, nein, um Himmels Willen, das darf ich nicht. Wer weiß was, wenn ich euch das jetzt, ja, es gäbe vieles dazu zu erzählen, wie wir damals gearbeitet haben und wie wir damals arbeiten mussten. Naja, und dann ruft man aber auch Nummer 5 und Nummer 6 noch an und sagt, hallo, wir sind's, die Guten vom Deutschlandfunk, nicht die Bösen von irgendwelchen Boulevardmedien oder sowas. Und wir sagen euch zu, dass euer Name, wenn ihr mit uns sprecht, niemals an die Öffentlichkeit kommen wird. Das ist ja dieses sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht, das wir als Journalistinnen und Journalisten haben. Naja, und Nummer 5 und 6 waren dann bereit, uns über bestimmte Dinge zu erzählen. Da kam dann natürlich wieder das Justiziariat und fragte, haben wir denn Belege dafür und sind die denn bereit, das notfalls auch eidesstattlich zu versichern, dass das so und so war. Und als wir das alles beisammen hatten, konnten wir eben sagen, der Fall Gurlitt ist zwar offiziell abgeschlossen, es sind aber noch eine Menge Fragen offen, die eigentlich dringend noch geklärt werden müssten. Das macht jetzt allerdings auch das Kunstmuseum in Bern, das ist ja der Erbe von Cornelius Gurlitt, da findet eine sehr, sehr gute Aufarbeitung statt. In Deutschland, müssen wir glaube ich sagen, Rahel, war das so nicht der Fall. Ne? Ich glaube, das zeigt der Fall relativ klar, also ein Fall aus den unterschiedlichen Fällen. Es ist halt, also bei allen Fällen ist einfach sehr spannend, weil Stefan über 30 Jahre lang unterschiedlichste Themen behandelt hat. Und da eine Genese zu sehen und da auch wieder anzuknüpfen und zu sehen, okay, es sind viele Jahre vergangen. Also wir reden auch über die 30er, 40er Jahre. Und bis heute sind da Besitzverhältnisse nicht geklärt. Bis heute sind Erben auch oder auch Nachkommen von NS-Verfolgten in einer Beweispflicht oder sind auf der Suche nach Bildern, die ihren Vorfahren damals von den Nazis gestohlen oder die im Zuge des Krieges weggekommen sind. Und auch im Jahr 2022, 2023 ist es eben immer noch nicht geklärt. Und das ist schon was, wo ich glaube, wo man auch eine Systemanalyse einfach sieht und machen muss, um zu verstehen, wie das sein kann und was man auch, woraus man lernen kann für die Zukunft. Das war uns eben wichtig. Was können wir denn, also es sind alles spannende Fälle, es sind spannende Geschichten, aber was kann man denn, was ist the bigger picture, was kann man aus den Geschichten denn lernen, damit sowas auch, also hoffentlich sowieso nie wieder passiert, aber um da auch systematisch vielleicht was zu verändern. Und ehrlich gesagt fasst es einen natürlich auch selbst nicht als Journalist, sondern als Mensch an. Es gibt eine Geschichte, die genau das Thema behandelt, das Rahel gerade angeschnitten hat, eine Familie, die seit vielen, vielen Jahren nach dem sucht, was ihnen erst von den Nazis, dann war es ihnen gelungen, Teile nach Tschechien zu bringen, da dann nach 45 von der tschechischen Regierung und dann, als sie zurück nach Dresden sind, auch nochmal von der DDR-Regierung gestohlen worden war. Danach suchen die bis heute und mir hatte jemand lange, lange Zeit gesagt, Herr Dittmeier, dessen Fall wir da erzählen, in 2 Kisten in Prag, möchte Ihnen das gerne mal erzählen. Haben Sie die Möglichkeit, mal nach Bayern zu kommen, ihn zu besuchen? Und ich habe das gemacht und bin da hingefahren mit dem Zug und dann noch ein Stückchen weiter und traf ihn dann. Und er war schon sehr, sehr alt und konnte auch nicht mehr sprechen, nur noch röcheln eigentlich. Und wir haben uns dann so wie kleine Kinder mit Handdrücken verständigt. Einmal ist ja, zweimal ist nein. Und ich habe dann versucht herauszufinden, darf die Tochter mir die ganzen Unterlagen zeigen? Kann ich offen damit sprechen? Kann ich daraus zitieren? Und solche Geschichten. Und bin dann eben, es ist eine teiljüdische Familie gewesen, wieder zurück nach Köln und habe überlegt, ja, das ist eine Geschichte, die wir machen müssen. Und am nächsten Morgen, und das ist nicht erfunden, brummte sehr früh mein Telefon und dann war da eine Nachricht, lieber Herr Kolderhoff, Herr Dittmeier ist heute Nacht nach Ihrem Besuch gestorben.
Vielen Dank, dass Sie noch da waren und dass er Ihnen die Geschichte erzählen konnte. Und das war ein Punkt, da habe ich wirklich gedacht, du liebe Güte, die Verantwortung, die kannst du eigentlich gar nicht tragen. Also ich kann die Geschichte erzählen, aber die natürlich damit verbundene Hoffnung, die bekommen nun ihren Feininger und ihren Kokoschka und was da noch alles in der Sammlung war, auch tatsächlich zurück. Das war dann das Erste, was ich nach dem Kondolieren gesagt habe. Wir werden diese Geschichte erzählen, aber was mit den Bildern, die sich zum Teil in deutschen Museen noch befinden, was mit denen passiert, da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Mhm. Wir sind Journalisten, wir sind nicht Aktivisten. Das war jetzt natürlich nochmal sehr eindringlich, sich eben auch vorstellen zu können, was das unter Umständen bedeutet, wenn eben Werke zurückgeführt werden können, wenn ungerechte historische, politische Entwicklungen dazu geführt haben, dass Besitztümer quasi angeeignet wurden, obwohl dazu keine Berechtigung bestand. Du hattest eben auch so selbstbewusst gesagt, wir sind die Guten, aber ihr seid natürlich nicht für alle die Guten, sondern da gibt es ja eben natürlich die kriminellen Machenschaften, die ihr aufspürt, aber ich kann mir auch vorstellen, so ein Museum, was dann plötzlich feststellen muss, dass ihr einen Baltracchi in ihren Räumen haben, und da geht es ja dann nicht nur um den Wert, sondern auch um die Reputation der Experten. Für die seid ihr ja nicht die Guten. Nein, das sind absolut die Guten. Da bin ich ja beruhigt. Das ist ja auch das perverse Denken von vielen, dass wir sind ja nicht die Besitzer, wir sind die Treuhänder. Ja, die Öffentlichkeit ist Besitzer und die Öffentlichkeit darf nicht besitzen, was unrechtmäßig in Besitz gekommen ist. Das gilt für alle möglichen Dinge, auch für die Kunst. Und natürlich ist es schade, wenn man ein Bild in der Sammlung hängt, eine Geschichte erzählt, dass die dann da weg muss. Aber das ist, man kann sich ja auch nicht daran freuen, wenn man weiß, zumindest sobald man weiß, dass es da eigentlich nicht hätte hängen dürfen. Dann ist es, also das muss dann aufgeklärt werden, oder muss jeder Fall aufgeklärt werden. Im Wagraf-Richards-Museum hatten wir in meiner Zeit zwei Fälle und einer war sonnenklar, tolles Bild, ging zurück, ist versteigert worden, hängt in einem Museum, wunderbar. Das andere war ein Fall, wo nicht so gute Kollegen uns auch unter Druck setzten, dass wenn wir da nicht sozusagen bald aktiv würden mit der Forschung, dass man dann an die Presse gehen würde. Und das wurde sehr, sehr sorgfältig von einer Provenienzwissenschaftlerin 2 Monate lang ausgeforscht. Und es stellt sich heraus, dass das Bild noch in den 50er Jahren in der Familie hing. Also kein Restitutionsfall. Wobei eins schon stimmt. Also seit wir die erste Staffel dieses Podcasts, eine zweite, sind wir gerade mit beauftragt, das auch zu machen. Es wird also weitergehen im nächsten Jahr. Sobald wir das veröffentlicht hatten am 7. September, ist es mir bisher schon 2-mal passiert, was mir ansonsten in 30 Jahren nie passiert ist, dass ich mir eine Ausstellung angeguckt habe. Ich kann ja nach wie vor auch Kunstkritik. Ich bin ja nicht nur der für Sex and Crime in der Kunstwelt. Ich kann ja auch noch sagen, ob eine Ausstellung gut ist oder nicht. Ich war also in Museen, habe mir Ausstellungen angeguckt und einmal kam der Direktor, einmal kam die Direktorin und sagten unterschiedliche Städte, wir haben gehört, dass Sie im Haus sind. Wir wollten nur mal hören, gucken Sie sich die Ausstellung an oder vermuten Sie bei uns gerade was? Die Situation gab es schon auch, das ist neu seit September, aber gerade was die NS-Raubkunst angeht, jetzt im Dezember ist ja Pause? Wir können... Nee. Jetzt im Dezember ist ja 25 Jahre Washingtoner Erklärung, also die Selbstverpflichtung der Museen zu suchen, Archive zu öffnen, aufzuklären, faire und gerechte Lösungen zu finden. Es hat sich wirklich viel getan in diesen 25 Jahren. Zum einen in den Museen, wo es wirklich diese Provenienzforscherinnen und Forscher gibt, wo es auch eine Bereitschaft gibt, auf Erben zuzugehen, also nicht nur zu reagieren, wenn man konfrontiert wird, sondern von sich aus zu sagen, wir haben da, glaube ich, was. Es gibt einen Arbeitskreis Provenienzforschung inzwischen in Deutschland, der sehr, sehr gut arbeitet. Und das schlägt inzwischen auch auf den Kunsthandel durch. Also ich finde es großartig, und das sage ich nicht, um jetzt hier lebend gleich rauszukommen, dass auch auf der Art Cologne inzwischen auf vielen Etiketten bei Max Liebermann oder wem auch immer, Lotte Laserstein, eine Provenienz angegeben ist. Das gibt ja auch eine Sicherheit für den Kunsthandel und für den, der so ein Bild gerne kaufen möchte.
Ich habe es allerdings auch wieder erlebt, dass letzte Woche ein dickeres Päckchen kam mit Auktionskatalogen, ist ja gerade wieder Saison. Und da sind dann Max-Liebermann-Bilder drin. Da steht als erste Herkunftsprovenienzangabe Privatsammlung Baden-Württemberg 1976. Das kann nicht mehr sein. Also da muss der Kunsthandel wirklich auch stärker noch das Bewusstsein entwickeln. Wir haben eine Pflicht zu recherchieren und wir haben auch eine Pflicht, das unseren potenziellen Käuferinnen und Käufern mitzuteilen. Oder bei Zweifeln, wenn man es nicht weiß, es eben auch so nennen. Wir haben Provenienzforschung betrieben, wir haben nichts gefunden, heißt aber nicht, dass es nicht doch eventuell ein Fall sein könnte. Bitte melden Sie sich. Ja. Genau, aber das ist, denke ich, gut, dass du das nochmal angesprochen hast, denn es gibt ja auch innerhalb eben des Kunstmarkts diese ganzen Ketten, wie Kunstwerke verkauft werden, durch Auktionen gehen, in Galerien, dann sind sie in Museen und wenn dann so eine windige Sache aufkommt, dann hängen ja auch alle damit drin. Ja, und das sieht man ja im Moment, also es ist gerade am US-Kunstmarkt ist gerade ein großes Thema die russischen Oligarchen. Denn natürlich ist Kunst eine wunderbare Möglichkeit, Schwarzgeld zu verstecken. Der Kunsthandel behauptet ja immer noch dieses Geschäftsgeheimnis. Wir dürfen nicht sagen, wo ein Bild hinkommt, wir dürfen auch nicht sagen, wo es herkommt. Ich finde das absurd. Wenn ich unseren alten, zerbeulten VW Touran verkaufen wollte, dann müsste ich im Kfz-Brief akribisch nachweisen, wem der bisher gehört hat. Bei Kunstwerken ist das nicht der Fall, weil dann angeblich das Geschäft kaputt geht oder sowas. Und das haben russische Oligarchen verstanden. Auf einer Yacht in Norwegen sind 2 Monet-Gemälde bei einem russischen Oligarchen gefunden worden. Es gibt die berühmten Briefkastenfirmen, die auch Herr Beltracchi genutzt hat, in Panama und auf der ganzen Welt. Es ist nach wie vor möglich, man macht das wahrscheinlich nicht so gerne, ein Gemälde vom Keilrahmen zu nehmen, sorgfältig zu rollen und in einer etwas größeren Posterrolle in den Kofferraum zu bringen und in ein Bankschließfach in der Schweiz oder nach Liechtenstein oder in einen Freihafen nach Singapur oder sowas zu schaffen. Also da ist schon noch Raum nach oben, was Transparenz und sicherlich auch was Gesetzestreue angeht. Aber nochmal, Anwesende und diese Messe selbstverständlich ausgenommen. Hier läuft sowas ganz bestimmt nicht. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Danke, aber dass auch nochmal dieses ganze Feld des Schwarzmarktes und eben auch jetzt durch die politischen Verhältnisse in Russland mit den Oligarchen und so weiter angeschnitten hast. Also wir könnten jetzt noch mindestens drei weitere Stunden all diese Fälle aufdecken. Ich sage aber an dieser Stelle jetzt leider, weil es eben hier weitergeht, vielen Dank für diese kleinen Einblicke in den Zusammenhang von Sex and Crime, auch in der Kunst. Und wenn das jemand hören möchte, es liegen überall hier diese kleinen blauen Aufkleber. Der Deutschlandfunk ist eigentlich werbefrei, in diesem Fall nicht. Da steht auf der Rückseite, wie man den Podcast hören kann. Da ist auch ein QR-Code bei. Und ich habe Visitenkarten bei mir, falls Sie mir eine schöne Geschichte aus dem Kunstmarkt erzählen möchten. Stimmt, genau. Wer noch einen Fall hat, der geklärt werden muss, wir wissen jetzt, an wen man sich wenden kann. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön fürs Zuhören.